Hallo YouTube und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zero to Hero. Zusammen mit dem Axel und dem Manu. Hallo. Das war herzergreifend. Wir sind ja auf einer neuen Version der Comsting Map. Okay, wunderbar, ja, meine Lieben. Wunderbar. Und uns auch ein herzliches Willkommen. Wir stehen heute mal gemeinsam hier mit dem lieben Steffen vom LU und unserem Lieblingskandidaten, dem Milo, logischerweise. Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Wir haben ein bisschen was umgebaut, beziehungsweise der liebe Steffen und unser Modding-Team hat sich der Map angenommen. Und wir haben uns einfach mal gedacht, erklären kann man immer viel. Klar, man wird nicht viel sehen, was umgebaut wurde. Aber für euch, dass die Theorie auch optisch irgendwo für euch da ist, damit ihr es euch vielleicht besser vorstellen könnt. Deswegen, Steffen, Leg einfach mal los. Auch kein Problem. Also ihr werdet nicht viel sehen. Wenn ihr die Map-Übersichtskarte öffnet, seht ihr schon mal, dass bei Milo auf jeden Fall das Farbhaus zu sehen ist und das Silo. Auf seiner Parzelle, ganz wichtig, Parzelle. Mhm. Muss man in seinem Hof sein, oder? Du müsstest in seinen Hof springen, dass genau. Also das Silo an sich, was meinst du da jetzt? Das Abkipp-Silo an sich, das hat ja auch nicht gepasst. Ach so, also ja. Mhm. Und da du, Milo, bei Axel natürlich Lohne hast, siehst du sein Silo auch. Richtig. Oder andersrum besser gesagt. Wenn du jetzt den Lohne-Status aufheben würdest, würdest du es nicht sehen. Mhm. Aber das war davor auch nicht. Also Axel hat jetzt auch ein Silo bekommen. Das funktioniert. Und wenn ihr beide jetzt mal in die Silo-Übersicht geht, wurde bei euch einfach auf den zweiten Tab gehen. Ach so. Junge, spielst du zum ersten Mal LS oder was? Ja, ich bin neu hier. Unglaublich. Bin neu hier, ich muss hier singen. Yeah. Die Kapazität haben wir euch angepasst auf 500.000. Ah ja. Aber hat auch nur einen Hintergrund, weil 500.000 werdet ihr wahrscheinlich nicht einlagern. Aber bei Milo ist die Silage mit 493.119 Liter im Silo eingelagert. Deswegen eine Kapazität von 500.000. Ah ja. Guck mal einer an. Jawohl, da haben wir das schon mal drin. Also das ist eine kleine Erneuerung und ein paar Früchte haben wir euch auch dazu geschrieben, damit ihr ein bisschen mehr einlagern könnt. Du Früchtchen! Standard. Sehr geil. Genau. Ansonsten bei Milo am Hof aktuell funktioniert das Durchfahrtssilo. Wenn man da durchläuft, steht auch der Füllstand dort, aber das ist immer noch ein bisschen mapbedingt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Okay. Ah, okay. Also da lässt die Map absolut nicht mit sich reden, ne? Nee, also ich habe auch vorhin schon Janne gesagt, also beim Starten der Map muss man den Server starten, draufjoinen, auf Speichern drücken, wieder runtergehen, Server stoppen, Server starten, danach ist alles da. Ah ja, okay. Das ja, ist gut. Wie das Vorglühen beim Diesel. Also, ja, also ja gut. Sag das nochmal bitte, ich war gerade abgelenkt. Also zum Starten des Servers, zum Starten, damit wir spielen können, muss jemand den Server starten, auf das Game joinen, einmal speichern, wieder runtergehen, Server beenden, Server wieder starten, wieder joinen, dann ist alles da. Ach so, Kacke. Ja, es ist Vorglühen oder wie früher halt. Ja. Aber das ist das Eigenleben dieser Map, man kann es einfach nicht ändern. Okay. Das ist das Ankurbeln vom Lanz. Ja, anders geht's nicht. Also ja, wenn, ja. Wenn wir es wissen, ist ja nur vom Vorteil. Ne? Also ich habe es halt dreimal probiert, also es muss definitiv so sein, sonst fehlen Gebäude oder hier steht auch kein Verdichten oder Füllstand. Okay. Genau, ansonsten, wenn wir mal zum LU springen wollen. Ja. In der Gabel kann man nicht reinspringen. Ist da nichts Gelbes? Weißes zum Springen? Sag mal. Da. Da kommt er. So, da es lange gewünscht und lange ersehnt war, ist jetzt hier die Saatgutproduktion platziert worden. Mhm. Die ging nämlich nicht über das Kaufmenü platzieren, sondern die Map ist auch wirklich eigenartig. Wir mussten es ein bisschen anders schieben, deswegen steht es auch außerhalb des LUs, weil ansonsten wäre der Aufwand riesig gewesen. Okay. Mhm. Nee, das ist vollkommen okay. Und ihr seht es jetzt halt nicht, aber hier ist ein Werkstatt-Trigger fürs LU, damit wir nicht jedes Mal zum Händler fahren müssen. Ah, okay. Ja. Ging leider auch nur außerhalb. Aber ach, hier vorne quasi. Hier ja, genau. Drohbug. Ich muss mal was fragen, technisch bedingt. Mach aber erstmal fertig.
Ansonsten haben wir nur noch beim Excel ein bisschen umgebaut, aber wir dürfen nicht aufs Excel-Silo springen, weil sonst hängt sich das Spiel auf. Wir müssten zur BGA Scheibling springen und von da aus runterrennen, wenn es euch recht ist. Weil den Fehler habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ist mir recht. Okay. Ansonsten sind beim Excel am Hof ein paar Bäume auf dem Boden der Tatsachen zurückgezogen worden und ein Durchfahrtssilo eben hier platziert. Wow, was eine Mauer, Excel. Guck mal, wie früher. Damit meine Gleichberechtigung also, unglaublich. Ja. Also, unglaublich. Also, dann ist es ja am richtigen Hof. Also, liebe YouTuberin, ich schicke euch gerne an dieser Stelle rüber zu Meile und ihr habt freie Hand in den Kommentaren. Aber bleibt freundlich. Bananen, frische Bananen. Also, Excel, da muss ich jetzt sagen, überspringen kannst du auch. Da gibt es eine Leiter, kann man hochlaufen. Puppe. Ja, das sind die Bananenhändler, die gehen hier hoch und werfen dann die. Achso. Ach so. Ja, ganz dünnes Eis, auf dem wir euch bewegen. Nein. Das sind nur Bananen. Ja. Okay, also das ist quasi mein Silo, was dann auch funktioniert. Ja, also wenn man durchrennt, steht auf jeden Fall schon mal Füllstand und Verdichten. Ich meine, die Silowände sind im LS19 nicht ganz so dicht wie im 17er, aber man bekommt es hin und bekommt es fest und bekommt es wieder raus. Okay. Und da, wo das alte Silo ist, ist ein bisschen Grünland eingegangen. Das schön. Gras muss leider noch wachsen, weil wir aktuell noch auf Zeit 0 stehen. Klar, ja. Geben wir ihm noch mehr Grünfläche zum Mähen. Sehr schön. Hier müsste ein bisschen Gras wachsen und die Beleuchtungen, die hier waren, haben wir dir rüber zum Silo gezogen. Damit du da auch nachts arbeiten kannst. Sehr, sehr schön. Das ist sehr lobenswert. Das ist sehr, sehr cool. Und ist auch schön geworden. Ansonsten noch ganz wichtig, die Tiergehege sind angepasst worden auf die gleichen Mengen. Also ihr könnt jetzt beide gleichmäßig viele Kühe, Schweine und Schafe haben. Wie viel sind es denn? Schön. Siehst du, die kleine Mimose, brauchst du nicht mehr. Ich glaube 400 oder 200. Ist auch identisch. Und ich kriege jetzt die Hühner aufgefüllt, oder wie war das? Nein. Doch. Das müssen wir dann noch später. Das war das Abgesprache von der Strafkammer. Nein, das war nicht die Absprache. Da wäre ich mich immer noch vehement dagegen. Ja, kannst du ja machen. Also ich bin eigentlich immer am Hof. Ihr könnt ihr liefern, wann ihr wollt. Nee, hier wird nichts geliefert. Also wenn das geliefert wird, meine Lieben, dann brennt hier der Mietsambo. Du hast wie viele Folgen jetzt illegal hier einen Vorteil gehabt? Heul mal nicht rum. Überhaupt kein illegaler Vorteil. Nein. Wir brauchen bloß mit deiner Visa anfangen. Aber du hast noch eine Frage, eine technische. Nee, das ist generell. Bist du fertig? Steffen, ich oder bin soweit fertig. Okay. Ich danke nur nochmal an Patrick, der mir sehr gut geholfen hat, und Pilan und Raphael, weil ohne die wären wir jetzt nicht da, wo wir stehen. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank auch von uns, ihr Lieben. Vielen Dank, damit ihr eure Nerven geopfert habt für diese Map. Denn ich glaube, das ist eine Map, da brauchen wir viele Nerven. Oh ja, ich glaube auch. Und das wirklich, wie gesagt, wirklich riesengroßes Herzchen für euch. Dankeschön. Dankeschön auch von mir. Ist schön geworden. Ja. So, Deep Frosted, hi. Ich habe ein paar Sachen, und zwar, viele wissen es jetzt schon, aber ich habe keine Cam, weil ich sie daheim vergessen habe. Ich bin gerade in Thüringen, habe sie daheim in Hesse vergesse. Ganz nebenbei, leg mal dein Telefon irgendwo anders hin. Ja, es liegt doch schon voll weit weg. Genau, da komme ich zum nächsten Problem. Ich habe nur einen Bildschirm anstatt 4. Das heißt, ich sehe den Chat nicht, wenn ich im Spiel bin. Daher würde ich jetzt, da kann der Tino gleich was dazu schreiben, wenn er Zeit und Lust hat, würde ich einen Vorleser heute haben wollen. Aber das wiederum ist schwierig mit dir, Excel. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Inwiefern? Naja, weil er dann immer vorliest, wenn irgendwas ist, und dann nervt's ja auch dich. Mich nervt das doch nicht. Oder deine Zuschauer, weiß ich nicht. Pass auf, können wir ganz einfach machen. Chat, jetzt seid ihr gefragt. Würde es euch stören, weil Milo und ich sind ja an einem Kanal, würde es euch stören, wenn Milo heute einen Vorleser hat, aufgrund dessen der technischen Situation, so wie es ist? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich persönlich stört's absolut nicht. Und so wie es im Chat schon anfängt mit der Meinung, also stört nicht Milo. Ja, okay. Nee, also Tino, wenn du Bock hast, dann würde ich dich ziehen dann zu uns. Aber halt nur wichtige Sachen, nicht jeden Scheiß. Also wirklich, obwohl, nee, das geht nicht, Excel. Ich krieg Tipps, die kann er mir doch nicht vorlesen. Da muss Excel mal freundlicherweise weghören. Oder genau. Natürlich, mach es doch dann. Oder machen wir. Das machen tust wir du dann wahrscheinlich nicht, ich sehe dich lachen. Getrennte Channel ist auch blöd, oder? Kann er nicht anstupsen? Ja, nee, sehe ich ja auch nicht. Ich sehe nur das Spiel, ich habe einen Bildschirm. Hallo, Tino. Hi. Tino kann ja dann sagen, so, es ist wahrscheinlich gerade ein Tipp, kann ich mich auch mal muten. Daran soll es nicht scheitern. Also, dann mache ich dann kurz. Und dann höre ich euch auch nicht. Ja. Deswegen.
Excel-Bubble halten und dann geht's. Ja. Aber verschiedene Channel machen wir nicht, Excel, oder ist das auch möglich? Ja, wollte ich eigentlich nicht unbedingt machen. Nee, gell? Gut, okay. Nee, da kriegen wir das so hin. Tino, sagst halt Subs und so ein Kram, musst du mir halt ansagen. Genau, mach ich. Das ist mir wichtig, dass ich da Resonanz geben kann. Und Tipps, ja. Wenn ich was frage, ja. Alle, da stehen wir dir alle mit Rat und Tat zur Seite, Milo. Ich stehe dir dahin auch gern zur Seite. Ach so, gut, okay. Ja, dann fangen wir an, wa? Ach so, das haben wir ja schon. Gut. Wir haben doch schön. Ja, nee, haben wir ja schon. Wir haben schon angefangen. Wir können im Prinzip, also wirklich nochmal, Steffen, kannst du den Jungs auch dann nochmal persönlich ausrichten von uns, beziehungsweise werden wir dann auch selber nochmal nachholen. Yo. Wirklich nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und ja, dann würde ich sagen, das LU kommt heute sowieso noch auf uns drauf zu. Ich bleibe gleich mal hier beim LU im Channel, weil ich habe da gleich mal eine Frage an das LU. Jo. Und ja, dann würde ich sagen, switch mal einfach mal in unsere Maschinen rein, wa? Ja. Und ja, starten wir erstmal durch. Oh. So, also raustappen und wir. Okay. So, Tino, Mensch, guck mal hier. Jo. Logenplatz halt. Jawohl, ganz schön warm hier oben. Ja. Ja, der Excel mag es warm, der ist älter, weißt du, da ist der Stoffwechsel nicht mehr so gegeben. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Geht's dir gut? Hast du Weihnachten gut überstanden? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Bist daheim, gell? Ja, jo, ich bin noch zu Hause, ja. Auf deinem neuen Stuhl. Ja, genau, richtig. Und der neue Rechner. Und der neue Rechner. Habe ich gesehen, ja. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich den Chat auf dem Handy aufmachen. Aber ich habe hier kein WLAN und der Empfang ist zu schlecht. Der bleibt ständig hängen, der Chat. Das geht also nicht. Ja, das ohne stört noch in deinem Mikro. Genau, und es stört das Mikro, genau. Hab ich mitgekriegt. Ja. So, was? Ihr habt das richtig erkannt. Ich habe keinen Geld zum Tanken. Aber ich mache jetzt, das verkaufe ich gleich, was ich hier gerade einsammle, dann kann ich tanken gehen. Milo, hattest du nicht noch was in deinen, in den Verkauf gehabt? In Global Market? Nee, das, ach so. Nee, ich glaube, das habe ich alles verkauft. Hast du das Geld geholt? Ja, aber wenn nicht, ist es noch drin. Nee, das hatte ich mir alles geholt, weil ich brauchte ja jeden Cent, um mit dem Feld zu handeln. Ah. Weil ich wusste ja, dass Excel auch Interesse an dem Feld hat. Ja, es ist schwierig. Ja, wie du schon mitgekriegt hast, Live-Aufnahmen komplett im Arsch. Ich hab's mitgekriegt, echt. Ist ärgerlich. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass es mit der Kamera zu tun hatte, die du angeschlossen hattest. Ja, ich hab da gar nicht dran gedacht. Ich glaube, die war tatsächlich auch noch angeschlossen. Ich hab sie zwar nicht benutzt, aber sie hing halt noch am PC. Ja, dann nimmt er gleich das OBS oder sowas, nimmt sich gleich das Signal von der Kamera mit dem Mikrofon und dann stellt sich alles um. Ah, ist ärgerlich. Ja. Stimmt. Milo, wenn du nachher wenn die Marie gehst oder sowas, dann nöte ich mich, dass es nachher nicht so Probleme gibt. Wenn du zum Beispiel in die Strafkammer musst oder was weiß ich. Warum mutest du dich? Ja, weil Störgeräusche von mir oder sowas. Ach so. Ja, pff. Alles entspannt. So, erste Fuhre fertig. Ich glaube aber, Heu gibt's gar nicht so viel. Oh, ey, dass ich mich auf meine Tischplatte freue, gell? Ja, Wahnsinn. Hast du meine gesehen, gell? Ja, da ist Platz. Da ist Platz. Ich habe sie ja verlängert als normale Arbeitsplatte. Ja. Habe ich einfach eine zweite genommen und habe sie durchgesägt und habe sie hinten dran gesetzt. Verschraubt. Weil dann kann ich auch endlich wieder mein Lenkrad anschließen, weil jetzt fahre ich auch wieder mit Tastatur. Ja. Chat ist entspannt? Ja, Chat ist alles ruhig. Okay. Alles in lieb. Ja, das ist wirklich. Aber es ist halt, Alternative wäre halt gewesen, ausfallen zu lassen. Und das wäre, glaube ich, auch nicht so cool. Nee, das wäre nicht gut gewesen. Ja. Weil ich habe mich auch sehr drauf gefreut, wieder mit euch und so, wie immer. Macht ja doch immer einen Heiden Spaß. Und es wäre schade gewesen, das ausfallen zu lassen. Richtig. Ich hätte dann eine Alternative gehabt, wäre sie hergekommen. Ja. Hätte sie zwei Monitore gehabt, wenigstens. Beim nächsten Mal. Hätte mich dann meine Frau gekillt, wahrscheinlich. Ich glaube es auch, ja. Fahr ja doch ein Stück nach Thema. Ja, ist richtig. Ist ein kleines Stück. Ja. Jo. Ich fahre ja nach Schleusing schon so weit wie von Schleusing nach Thema nochmal dann. Ja, die 10 Minuten. Ja. Finde ich immer. So, schauen wir mal, was das Stroh bringt. Ach, der Chris Gross schreibt rein, dass er wieder pachten will.
Okay. Excel anscheinend, ja. Ja, auch kann er von mir aus machen. Ich habe alle Felder, die ich brauche momentan. Richtig. Ach, ich fahr falsch. Warum sagt denn keiner was? Hier ist doch der Ballenabladepunkt. Ja. So, da werden dann gleich das Herz aufgehen, wenn ich endlich tanken gehe. Sind sie alle wieder glücklich im Chat? Ja. So. Rein das Zeug. Rein das Zeug. Dumps. Blub, blub. So. Das reicht auf jeden Fall für den Tank. Jo. Das definitiv. Wie hast du denn eigentlich, wie war denn eure Weihnachten? Oh, es war schwierig. Also es ist halt immer zwischen meinem Haushalt, sag ich mal, Oma, Opa, Mama und meinen Schwiegereltern hin und her. Und am 24. war ich allein bei meiner Oma mit Eltern. Am 25. waren wir zusammen bei meinen Schwiegereltern. Am 26. waren wir zusammen bei meiner Oma. Also hast du richtig zu tun gehabt? Kann ich ja gar nicht mehr tanken, ne. Ja. Bei genau. Dir oben kannst du tanken, aber am Hof. Ich dachte, hier ging es auch mal. Ja. Ja. Ging auch, ja, eigentlich. Naja, tanke ich oben. Hm. Ja, aber ansonsten war es immer schön, ja. Das, was uns sehr gefreut hat, war, dass unsere Kleine richtig gut mitgemacht hat bei meiner Oma, weil der doch wieder neue Gesichter und so. Und da ist er wieder. Ja. Oh. Die war dann trotzdem super gelaunt, aber dafür mussten wir, das mussten wir gestern Nacht ausbaden, die Nacht war grauenhaft. So schlimm. Ja. Na Exe, was willst du denn pachten? Meine spionische Mutter Bescheid gegeben. Na klar. Okay. Palim, palim, palim. Kam bei dir gerade Geld an? 300 Euro? Nee. 300 Euro? Ja. Der Erwin sagt gerade, dir wurden 300 Euro überwiesen. Ah ja, okay, dann kam Geld an. Wieso? Ah, weil ich gerade was verkauft hatte. Für 300 Euro? Nee. Ja, die kam an. Chris Kost sagt auch, die kam an. Hm. Chat, ihr seht es ja gerade. Ist das hier meine? Blöd gefragt. Glaube ja. Ne? Hast du so viel, dass du nicht mehr weißt, was dir gehört, oder was? Das macht gerade den Anschein, ja. Problem der Reichen. Wahnsinn, ne? Ja, die hätte ich gerne. Ja, okay. Gut, ja, gut. Gucken wir gleich mal. Wir schauen mal. Okay. Müssen wir mal gucken. Okay, alles klar, wunderbar, wunderbar. Goodie. Machst du dann wieder? Gut, da passt das. Alles klar, wunderbar, Chat, ihr seid super. Okidoki. So. Dann, mein lieber Milo, wie läuft's bei dir? Ja. Ach, Milo, acht mal auf die Zeit. Die ist noch auf null. Oh ja, ich mach. Hm. Habe schön. Okay. Danke. Alles gut, ich hab zu tun, das läuft. Läuft, das ist immer gut. Wieso? Wie läuft's bei dir? Ach, bloß, du bist doch so ein bisschen Neugierde und so, weißt du? Ach mal, warte mal nicht auf die, was ist denn mit diesem Ball? Aber wie war denn dein Weihnachten? Hast du auch gut gegessen? Es hält sich in Grenzen, ich habe mich wirklich zurückgehalten. Was? Ja, ich hatte aber auch nie so wirklich richtig Appetit, so komplett. Ich habe dann Frühstück also fast jeden Weihnachtsfeiertag ausgelassen, weil ich dachte, okay, da habe ich mehr Platz am Mittag. Aber okay. Ich habe dann Mittag trotzdem nur eine Portion gegessen. Ein Kloß, ein Stückchen Entenbrust und also Rotkraut, das war's. Okay. Ja. Also ich muss ja sagen, ich habe alle drei Tage wirklich hier geschaufelt wie ein Schaufelbagger. Wie die letzten 362 Tage, meinst du? Nur noch schlimmer. Ach so.
Aber an sich, Weihnachtsfeier da hast du gut verlebt, oder? Ja, schön entspannt und alles. War halt, ist halt immer schwierig, das ist allen recht zu machen, so, aber ich denke, das haben wir geschafft. Ja, ne, das ist sowieso, Weihnachten ist sowieso immer so eine Zeit, wo du, wenn du eine große Familie hast, ist dann sowieso nochmal, ja, so eine Sache, ne? Wie du schon sagst, für jeden versuchen recht zu machen und ja, alles gut zu treffen und alles. Bei uns ist halt noch das Problem, du hast ja meistens, sag ich mal, bei den meisten Familien ist es so, eine Familie ist in deiner Nähe, die siehst du immer, und die andere Familie ist halt weit weg und die musst du dann halt irgendwie Weihnachten besuchen. Ja. Aber bei uns ist es ja nur wirklich so, dass beide Familien weit weg sind, die wir nur alle 2 Monate oder so sehen. Und das erschwert das, finde ich, irgendwie nochmal ein bisschen. Ja gut, wenn es dann noch ein Stückchen weiter ist, ja. Weil wir sind ja wirklich die Einzigen in Hessen und der Rest, sowohl meine Frau als auch meine Familie, sind ja alle in Thüringen. Okay. Ja, das macht es natürlich. Macht es natürlich noch schlimmer. Ja. Ah, okay, warte mal. Da drüben. Okay, das müsste passen. Okay, meine Lieben, nicht wundern. Heute ist noch nicht so viel mit Palim Palim Arbeit hier, denn ich muss kurz mal was. Hä, hey, waren das alle? Ich dachte irgendwie, ich habe mehr Ballen. Eieiei, was machst du denn? Eieiei. Hallo. Unimog, lass den Zaun los. Mal kurz was gucken. Jo. Okay, das haben wir hier noch. Okay, das passt. Ah, ich stehe mir immer am meisten im Weg, irgendwie so selbst. Warum? Warum? Was ist los? Bist du gerade beim Ballenladen oder was? Ja, ich habe mich festgefahren. Unglaublich. Brauchst du Hilfe? Nee. Ich hätte da wirklich gern geholfen. Mann, wo hängt der denn, diese Kackprinte? Hinten, Hinterrad. Da ist noch Pfosten. So, ja, aber eigentlich müsste ich doch dann so rum langkommen. Macht aber auch nicht. Dominik, mir geht's gut. Denn selbst, was macht die Kunst? Warte mal, jetzt. Nein. Nein, wird schlimmer. Ja, das war eh falsch rumgelenkt. So, da fahren wir jetzt erstmal hin. Da werden wir erstmal ein paar Paletten laden. Jetzt haben wir's, glaube ich, oder? So. Also. Aber da bist du jetzt glücklich, hä, mit den Stellen, oder Meinung? Naja, wir sind ja jetzt auch gleich. Alter, Steffen kommt schon. Wir sind ja jetzt auch gleich voll mit Hühnern, dann bin ich glücklich, ja. Du lässt dort tatsächlich die Hühner jetzt voll machen, oder was? Die sich bei mir von alleine vermehrt haben. Sorry, Steffen, aber danke dir. Die lässt du dir jetzt schenken, oder was? Ich wehr mich doch nicht gegen ein Urteil von der Strafkammer, bist du wahnsinnig? Okay. Wikisa. Warte, Steffen, ich muss nochmal zurück. Ach, er kommt hinten vorbei. Okay. Ach, schön. Du hast ihn wieder getriggert. Ja, ist gar keiner hier. Ja. So, nee, hey, ich dachte, hat jemand im Chat geschrieben. Ich dachte, ich hatte mehr Ballen irgendwo rumliegen. Aber anscheinend nicht, oder? Nö, bis jetzt hat noch keiner was gesagt. Hm. Tanken. Das mache ich jetzt, warte. Oh nein, da ist ja noch ein Ball. Oh. Da ist noch einer. Das Gold. Oh, scheiße. Toll, guck mal, wie der liegt. Also noch blöder kann er ja gar nicht liegen. Warte mal, da machen wir jetzt hier ganz fachmännisch das Gewicht runter. Schieben den aus dem Weg. Ah. Ja, dann lassen wir mal kurz hier stehen. Ups, nein, das Gewicht ausgewählt. So, jetzt gehen wir erstmal tanken. Richtig. Sind sie alle wieder glücklich? Dann sind sie alle wieder glücklich. Die große Wiese neben der 5? Fragezeichen. Oh, liegt da noch was? Ich glaube, da habe ich Heu gemacht, oder? Ein bisschen Heu muss ich ja behalten, damit ich mischen kann. Richtig. Ich glaube, da ist Heu zum... Ich guck gleich mal. Hallo? Oh, ich bin zu weit weg. Ja, Heu wolltest du machen. Fragt der Erwin. Jo. Und er fragt, wer am längsten im Team ist. Du oder Steini? Steini war vor mir da. Steini war vor mir da. Einer der wenigen, die noch da sind, die vor mir da waren.
So, ich bin voll getankt, seht ihr das? Ist das nicht toll? So, Digga, du musst aus dem Weg. Psch. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn du einen Wagen dran hättest. Wenn ich was hätte? Den Ballenwagen hättest du ja aufladen können. Ja, das machen wir auch gleich, oder? Ja. Wird ein bisschen. Aber die Einfahrten, die sind aber auch eng hier, oder? Ja, das war schon ein früher. Guck das mal an, extra. Ja. Komm hier gerade so raus. So, jetzt schlagen wir hier ein gleich. Eine. Perfekt. So, jetzt fahren wir hier rückwärts rein. So. Ach, guck an. Mann. Das traumhaft. Klappt ja hier, du. Zack. Da bleibt keiner zurück hier. Pure Gold. Ich glaube, wir sind schon fast wieder am Folgenende, glaube ich. Aber naja, solange jetzt noch nicht da ist. Also I1, A2, N3. Ja. Fragt, ob das dein Ballenwagen ist. Das ist mein Ballenwagen. Ich nenne den immer Ian. Irgendwie lese ich da immer Ian. Oder Ian. Ja, okay. Ja, Ian, das ist mein Ballenwagen. So, da ist er wieder. Und ja, lieber Milo. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ja, da musst du den reinziehen, der auch angemoderiert hat. Ja, der ist schon gerade da. Ach so. Okay. Ach nee, Quatsch, er ist noch gar nicht da. Warte, genau, stimmt. Ja. So, lieber Yannick, wir mussten dich gerade mal hochziehen, weil, du hast ja anmoderiert. Bei uns ist ja immer so, der anmoderiert, muss ja auch abmoderieren. Deswegen, Yannick, du hast das Wort. Hä? Ja, meine lieben Freunde, soll das jetzt auch wieder normal? Nein. Nein? Nein. Nein. Seid ihr euch da sicher? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Okay. Meine lieben Freunde, das war's schon wieder hier von From Zero to Hero. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut bei den beiden komischen Jungs da vorbei. Diesen. Wie spricht man dich auf? Axel Foley und bei Manu. Ja, lasst ein Däumchen nach oben da, weil und. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.